Es ist doch erstaunlich, was man alles so mit Papieren machen kann. Also hier habe ich ein Behältnis hergestellt, in dem ich meine Weihnachtsdekoration gut positionieren kann. Also ich brauche keine Schale, kein entsprechendes Behältnis. So kann ich die Größen variieren zwischen einer großen Schale und einer kleinen Schale. Ja, schaut mal, ich finde, das ist ein Hingucker. So, für unsere Bastelarbeit braucht ihr nun folgende Materialien. Ich habe hier einen Silber-Tonkarton, der ist ein bisschen dünner als Fotokarton. Deshalb unterstütze ich den nachher mit einer Pappe. Dies ist auch eine Pappe, die Farbe ist ganz egal. Dann brauche ich einen Heißkleber, dann brauche ich ein Cuttermesser, vielleicht mit einer Schneideunterlage, die habe ich jetzt nicht dabei, die muss ich gleich noch holen. Dann habe ich einen Alleskleber, das ist wichtig, ohne Lösungsmittel nicht, nur einen ganz normalen Alleskleber. Dann ein Zirkel, eine Schere, ein Lineal. Dann habe ich hier ein Pappkärtchen geschnitten auf 6 x 6 cm. Hier habe ich Notizpapier vom Block. Das hat keine Klebefläche von der Rückseite, die liegen da locker drin in dieser Box. Dieser Zettel hat die Maße 9 cm mal 9 cm. So, dann brauche ich, so sieht die Bastelarbeit gleich unfertig aus, da muss noch was reingeklebt werden. Aber ich brauche dafür hier solch eine Kordel. Die gibt es oft in Bastelgeschäften. Und dann brauche ich einen Styropor-Halbring. Und zwar hat der einen Durchmesser von 22 cm. Und den habe ich schon mit einem Geschenkband in Silber umwickelt. Zur Dekoration könnt ihr die verschiedensten Kugeln in klein, in groß, in verschiedenen Formen oder auch Federn nehmen, gleichzeitig Tannengrün. Diese habe ich von so einer Girlande abgerupft. Dann habe ich hier nochmal eine silberne Rose, die habe ich schon mal in einem Video in Gold gedreht. Da müsst ihr mal schauen, wie die hergestellt wird, wenn ihr sowas verwenden möchtet. Ja. Das wäre es dann auch schon. So, ich arbeite die Kränze in zwei verschiedenen Größen. Hier ist die Kordel noch locker, die muss ich noch einkleben. Wie ich diese Zacken herstelle, einmal in klein und einmal in groß, zeige ich euch jetzt. Für die Kränze, also für die Unterlagen, brauche ich jeweils einen, für den kleinen Kranz einen Pappkreis aus 18 cm Durchmesser. Mit einem Durchmesser von 18 cm. Für den großen Kranz brauche ich einen Pappkreis mit einem Durchmesser von 27 cm. Dafür brauche ich natürlich den Zirkel und den Cutter. Gleichzeitig schneide ich in der gleichen Größe hier aus diesem Glitzerpapier was auf und klebe das mit dem Kleber zusammen. Das mache ich mit dem großen Kreis genauso. Da trage ich Klebstoff auf und klebt den Kranz dann nachher drauf. So, zunächst zeige ich euch, wie diese einzelnen Zacken entstehen. Dabei muss ich euch sagen, wenn ich die ganz bastel erst, dann werden die so lang. Das brauche ich aber nicht. Wenn ich die beiden so lang hätte, wenn ich die dann zusammenstecke, gehen die wahrscheinlich nur gerade und ich möchte die ein bisschen gebogen haben. Das geht so, wenn die ganze Zacke da drin ist, nicht so. Da muss ich hier ein Stück kürzen. So, wie ich das mache, zeige ich euch nun. So, ich nehme ein Blatt und knicke diese Spitze zu der Spitze. So, streiche das hier gut nach. Dann öffne ich das. Legt die seitliche Spitze hier an diese Linie, sodass hier auch so eine Spitze entsteht. So, das mache ich mit der anderen Seite genauso.
So, dann gucke ich, dass hier vorne die Spitze gut ausgearbeitet ist. So, so habe ich es jetzt. Jetzt ist es aber so, dass ich, wenn ich, wie gesagt, das richtig jetzt schon verklebe, so, dann hätte ich hier die lange Spitze, die kann ich schlecht abschneiden. Also klappe ich das Ganze erstmal so zusammen. So, und dann messe ich hier auf so einem Blatt Papier, kann man das ganz gut machen, 4 cm und 2 ab, also 1 cm, 2, 3, 4 und ein bisschen. So, und da halte ich jeweils meinen Zapfen oder meine gefaltete Spitze hier mit dem geschlossenen Teil dran, messe das hier ab, mache hier so eine Markierung. Das mache ich dann bei allen Spitzen, die ich gefaltet habe, so. So. Und dann schneide ich das einfach hier so ab. So, weil dann die Spitzen nachher beweglicher sind. Jetzt kann ich diese Spitzen so zusammenkleben. Ich gebe hier auf ein Teil Klebstoff auf. So. Und schiebe das schön zusammen, dass hier die Fläche anliegt. So. So ist meine erste Spitze fertig. Also, ich zeige es euch nochmal und schnell. Ich mache also die Spitze auf die Spitze. So. Drehe das, lege diese Spitze daran. So, die andere Seite auch. So, dann falte ich das Ganze. Knick das hier schön mit dem Finger, dass die Knickflächen schön gerade sind. Nehme das hier, messe das hier ab. So, und schneid das einfach ab und klebt das zusammen. So. So entsteht eine Spitze nach der anderen. Das sind also die großen Spitzen. So, jetzt zeige ich euch, wie die kleinen Spitzen entstehen. Bei den kleinen Spitzen, also wie das zusammengesteckt wird, zeige ich euch gleich. Bei den kleinen Spitzen ist es folgendermaßen. Ich habe hier eine Pappe mir gemalt, 6x6 cm. Die lege ich hier drauf. So, zeichne das jetzt nach. Schneide mir das aus. So, dann knicke ich das genauso wie den großen, die große Spitze, einmal so. Dann hier entlang, so. Dies wird wieder ange. Und bei den kleinen Spitzen ist es natürlich genauso. Die sind auch nicht so beweglich, wenn ich die zusammenstecke. Also bei diesem war das hier 4,2 cm, was ich abgeschnitten habe. Bei dem kleinen ist das jetzt, lege ich hier die Spitze so an und nehme hier 2 cm weg. Und schneide die so ab. Dann kann ich das hier, wie bei der großen Spitze, auch einfach zusammenkleben. So. Seht ihr, so entsteht diese Spitze. Jetzt zeige ich euch, wie man die Spitzen
aufklebt. So, ich habe hier schon mal vier Spitzen oder drei Spitzen zusammengeklebt. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und zwar habe ich hier ja ein Maß 2 cm aufgemalt. Da lege ich jetzt diese Spitze so drauf und mache mir hier eine Markierung. Und zwar bis dahin, von dieser Seite, kann ich hier unten Klebstoff auftragen. So, ich gebe hier Klebstoff auf, hier in diesem Bereich, da oben und hier unten ein wenig. Also vor diesem Strich. So, dann nehme ich mir hier diese drei und ich zeige euch das mal, dann schiebe ich das da so rein, bis der Strich nicht mehr sichtbar ist. So, dann habe ich immer gleiche Abstände. Dann drücke ich das hier so ein bisschen fest und von innen mit dem Bleistift drücke ich das nochmal an. Und damit ich sehe, dass das rund wird, muss ich so ein bisschen, hier, ich gehe so ein bisschen mit den Zacken da drüber, schauen, dass ich das so ein bisschen rund biege. Deswegen klebt nicht ein paar Sachen nebeneinander und setzt es dann an, sondern setzt immer eins da rein, weil ich habe das schon mal gemacht, dann sind die nachher, wenn die nicht gebogen sind, so starr von dem Klebstoff, dass ich ganz schlecht diesen Bogen kriege. Also nochmal diese Spitze nehmen, hier 2 cm nicht von der Seite, sondern von vorne. Den Fehler habe ich auch schon gemacht und dann gemerkt, dass es verkehrt war. Also immer von vorne hier merken, eben anzeichnen kurz. Dann vor dieser Markierung ein bisschen Kleber da oben und hier im hinteren Bereich von der Rückseite. So, und dann schiebe ich das da wieder, wie ihr seht, so rein. So, bis zu dem Strich und drückt das fest. So, und damit ich dabei bleibe, dass das so gebogen ist, klebe ich diese schon mal hier drauf an den Rand. So, ich lasse immer so ein bisschen Papier über den Rand überstehen. So merke ich, dass ich das schön biegt. So, manchmal muss ich es auch noch ein bisschen festhalten, dass ich es dann festklebe. Dann könnt ihr hier auch immer ein bisschen Klebstoff auftragen, wenn ihr die nächste Zacke einsteckt. So, also jetzt diese 2 cm habe ich abgetragen. Jetzt gebe ich hier ein bisschen drauf, da, hier drauf und davor. So, und jetzt schiebe ich das hier so rein. So, drückt das Ganze fest, hier von der Innenwand und von der Stellfläche. So, und dann wird das schön rund. Ich zeige euch mal den großen Kranz jetzt, wie ich den fertiggestellt habe. So, beim großen Kranz, seht ihr, habe ich das nach und nach immer gesteckt. Dann sieht das richtig toll aus. Dann habe ich hier den Styroporkranz als erstes reingeklebt und diese Kordel hier so reingeklebt in diese Öffnung. Und dann werde ich den gleich nochmal füllen. Im Gegensatz zu den großen Spitzen muss ich jetzt bei den kleinen hier vorne, also hier hinten die Spitze habe ich ja schon abgetrennt, muss ich hier vorne 1,2 cm abtragen. So, das habe ich hier mit dem Bleistift gemacht. Die ist natürlich kleiner, die Spitze. Da trage ich hier Klebstoff auf, hier unten. Und dann setze ich die wieder so zusammen, dass dieser Strich verschwindet. So, ich setze es mal auf. Dann kann ich das mit dem Bleistift hier so reindrücken. So, und wenn das getrocknet ist, setze ich das genau wie bei dem großen Kranz hier so drauf. Da klebe ich das auf und drücke dann beim Einkleben die Spitze immer ein bisschen nach vorne. So,
Und dann drücke ich die Spitze so ein bisschen hier in den Bogen rein. Und so entsteht dann solch ein Kranz. So, da habe ich jetzt, das sieht jetzt so von innen aus, den habe ich genauso geklebt wie die anderen auch. Dann gebe ich jetzt hier, da klebe ich das, die Kordel ganz unten rein, weil wenn ich da noch einen Styroporkranz reinklebe, wird das viel zu eng. So, die habe ich mir vorher abgemessen. Die werde ich jetzt hier dran drücken und einen Augenblick festhalten, bis die nun getrocknet ist. So, die beiden Kränze muss ich jetzt nur noch befüllen und dann wollen wir mal schauen, wie die aussehen. So, ich habe die Kränze beide gefüllt. Mal schauen, ob ich noch eine Lichterkette einarbeite. Das muss ich jetzt gleich entscheiden. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Es ist wirklich schön, was man aus Papier so machen kann. Das ist vor allen Dingen recht preisgünstig. Diese Sachen können auch Kinder kleben. Also, dann macht mal ein gemütliches Familienbasteln. Ansonsten schaut mal in meine Playlists. Dort habe ich viele andere Dinge, die euch, an denen ihr euch erfreuen könnt. Da gibt es Kugeln, Kränze, auch Engelchen. Ja, schaut mal und dann fangt an zu basteln. Macht euch eine gemütliche Weihnachtszeit. Bis bald, eure Angelika Kipper.